Eine halbe Million Euro kostet das Verfahren. Ohne die Kosten für die Personenschützer von Bushido und seiner Familie. 114 Verhandlungstage gab es und nach mehreren Jahren endet nun der Prozess. Arafat wurde nicht verurteilt und man könnte sagen, er gewinnt gegen Bushido. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Es war der größte Prozess, den Berlin je gestartet hat, gegen die Clans. Bushido sollte aus seiner Sicht erzählen, was passiert ist, damit man Arafat und seine Brüder verhaften kann. Doch dazu kommt es nicht. Die Aussagen von ihm und seiner Ehefrau Anna Maria überzeugen den Richter nicht. Viele Sachen werden dramatisiert. Einige Behauptungen konnte man nicht belegen. Und wiederum ganz andere Sachen waren auf den Audiodateien ganz anders zu hören. Nach mehreren Jahren endet der Prozess. Arafat bleibt weiterhin nicht vorbestraft und das Einzige, was man ihm nachweisen konnte, waren die Gespräche, die er aufgezeichnet hat. Dafür musste er eine Strafe zahlen. Bushido und seine Anwälte fechten das Urteil nicht weiter an. Sie beenden dieses Kapitel. Somit könnte Arafat als Sieger hervorgehen, während Bushido und Anna Maria nun selbst für ihren Schutz sorgen müssen. Außerdem leben sie in Dubai und eine Rückkehr nach Deutschland wird nach diesem Urteil immer unwahrscheinlicher. Hauptproblem der Verhandlung war, dass kein Zeuge die Aussagen von Bushido bestätigen konnte, bis auf seine Ehefrau. Außerdem war in den Audios keine Gewalt zu hören und die Gespräche waren auf Augenhöhe, nicht wie Bushido behauptet hat. Die Medien berichten aktuell von diesem Fall. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Hättet ihr mit einem anderen Urteil gerechnet? Und was denkt ihr, wie geht es weiter mit Bushido und Arafat? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.